Amerikas Weltherrschaft ist aus. Und nun Artikel von Norbert Nelte, Internationale Sozialisten. Es ist passiert. Die USA hat ihre Vorherrschaft in der Welt verloren. Link 1. Das Feuerwerk dazu wird es etwas später geben. Wenn es die fortlaufenden Kriege im Irak und in Afghanistan nicht gäbe, dann könnte man schon fast Mitleid haben mit Obamas vergeblichen Versuch, seine Linie in der Welt durchzusetzen und sich Gehör zu verschaffen. Amerika haut auf den Tisch und die Merkel schaut den Obama kurz böse an und Deutschland und China können ihre Lohndumpingpolitik in Ruhe weitermachen. Forbes hat vor 2 Wochen auf der Liste der mächtigsten Männer, Link 2, Obama von Platz 1 auf 2 gesetzt und den chinesischen Staatschef Hu Jintao auf Nummer 1. Er schreibt dazu, Zitat, im Gegensatz zu seinen westlichen Amtskollegen könne Hu Flüsse umleiten, Städte bauen, Dissidenten einsperren und das Internet zensieren, ohne dass sich nervige Bürokraten und Gerichte einmischen, schreibt Forbes zynisch. Zitat Ende. Link 3. Aus Indien meldete Obama Aufträge über 10 Milliarden Dollar. Nur die Chinesen melden 20 Milliarden. In Indonesien die gleiche Geschichte. China war schon da mit 6,6 Milliarden für Straßen, Brücken und Kanäle. Diese Art erlebt Amerika derzeit überall in der ganzen Welt. In Afrika von Sudan bis Angola baut China Straßen, Wohnhäuser, Eisenbahnen. In Südamerika investiert es von Argentinien bis Chile. Noch 4 Billionen Dollar, 4.000 Milliarden Dollar hat China durch die Billiglöhne auf der hohen Kante. Die USA nur 10-mal so viel Schulden. Die ärmeren Länder könnten diesen Konkurrenzkampf natürlich prächtig für sich ausnutzen. Aber Amerika hat nichts mehr nachzulegen. Und China fragt die Länder nicht nach ihrem Wohlverhalten, könnte es gar nicht. Es ist ja selber eine Diktatur. Und zwar eine der übelsten Sorte. Der IWF hat schon die Kreditpolitik des Good Governance aufgegeben, weil die Länder ohne gute Regierungsführung von China das Geld bekommen. In Europa engagieren die Chinesen sich auch schon. Nachdem Griechenland bis 14% für seine Staatsanleihen zahlen musste, Europa mit dem IWF ein Rettungspaket für Athen schnürte, unter der Bedingung, dass die Hellenen brutalst kürzen, muss der Staat wiederum 9,5% für seine Anleihen zahlen. Na und wer sprang da ein? China. Link 4. China investiert 5 Milliarden und kauft sich langsam nach Afrika, Südamerika und Asien, auch in Europa ein. Hier einige Beispiele für die chinesischen Aktivitäten in Europa. Von Volvo, Rover, Rapsöl, Autobahn bis zum Hafen von Piräus. Link 4b. Auch in Deutschland ist der Drachen ja der große Ritter. Nachdem 2009 das Bruttoinlandsprodukt um 5% in den Keller gerasselt ist, geht es 2010 wieder schnell bergauf und wird, wenn es so weitergeht, 2011 wieder den Stand von 2008 erreicht haben. Während das BIP sonst in Europa überall weiter nach unten geht. Aber dieser sogenannte Aufschwung ist leider nicht nachhaltig. Im deutschen Binnenmarkt ging der Autoabsatz im August um fast 30% zurück. Link 5 und im September noch um 17,8%.
Link 6, wo es aufwärts geht, war der Export nach Asien. Und das war alles nur dem Konjunkturprogramm der Chinesen über 500 Milliarden Dollar geschuldet. Scheinbar läuft das aus, denn die Aufträge in der ganzen Industrie gingen sogar im Oktober um 4% zurück. Link 7. Die Reedereien bauen bereits ihre Schifffahrtskapazitäten um 10-15% zurück. Link 8. Aber mal langsam. China hat an flüssigem Staatsvermögen noch 4 Billionen Euro an Staatsanleihen und Gold auf der hohen Kante. Da werden sie noch ein paar Mal nachlegen. Europa hat dafür 7 Billionen Euro Schulden. Link 9. Deutschland ist da beim Spiegel mit 1,7 Billionen falsch angegeben. Der aktuelle Schuldenstand ist 1,94 Billionen. Link 10. Da im Abrechnungszeitraum vom 01.01.2009 bis 31.09.2010 noch 150 Milliarden dazugekommen sind. Sicher wegen der 100 Milliarden Öpo-Real Estate-Schulden. Den Vogel hat in Europa Irland abgeschossen mit 32% Neuverschuldung. Link 11 auf der Grafik. 3% sind erlaubt. Dieses Geld benötigte Irland für die Bankenrettung, nicht für die Menschen. Bevor dir die Luft wegbleibt wegen der 32,0% in Irland, lieber Leser, wollen wir an dieser Stelle das glorreiche Wirtschaftssystem des ausgehenden Kapitalismus der Bittelphase erklären. Der Investor investiert, um möglichst viele Rendite zu bekommen. Das bekommt er in China mit bis zu 30%. Hier beherrschen aber die Chinesen das Parkett und die großen amerikanischen und deutschen Firmen, sodass für die einzelnen Investoren nicht mehr viel überbleibt. Also schaut er sich auf dem amerikanischen oder europäischen Markt um. Die lukrativen Rohstoffbereiche in Afrika und Südamerika sind auch schon vergeben, sodass nur der müde Produktionsbereich übrig bliebe, in dem die Renditen und damit auch die Devisenausschüttung schon weit unter dem Finanzmarktzinssatz liegen. Hier nur einige Beispiele aus der Wirtschaftswoche. Lufthansa, Rendite 2,0%. Enkel Waschpulver, Rendite 1,8%. Deutsche Telekom, Rendite 2,3%. Volkswagen, Rendite 2,3%. Mercedes, Siemens, BMW und so weiter bessern sich nur ihre Renditen auf, indem sie auch auf den Finanzmarkt spekulieren. 2002 setzen deshalb die Konzernchefs Bundeskanzler Schröder unter Druck, dass er die Heuschrecken mit Leerverkäufen und Firmenverkäufen zwecks Teil- oder Total-Outsourcing Link 12 zuließ. Ab 2005 lief auch das nicht mehr und die Investoren verlegten sich auf die Fonds der Banken, die mit diesem Geld mit anderen Banken untereinander mit den Kreditdefaults-Swaps Gegenversicherungen wetten. Das war die letzte Möglichkeit, wo die Konzerne ihre den Arbeitern abgepressten Gewinne wieder kapitalisieren konnten. Die Deutsche Bank zum Beispiel schließt mit der Anglo-Irish Bank die CDS-Gegenversicherung ab, dass Griechenland zum 31.10. nicht seine Verbindlichkeiten bezahlen kann. Sonst zahlt die Anglo-Irish 10 Milliarden. Tritt dies ein, dann muss die Irish Bank
zahlen und die Deutsche Bank kann ihren Fondsmitgliedern von Mercedes bis Siemens 10% Gewinne auf ihre Einlage ausschütten. Der irische Premierminister Brian Cowen erzählt nun, dass die Anglo-Irish Bank systemrelevant ist. Und schon ist der irische Steuerzahler 32% von seiner geschaffenen Wertschöpfung los. Und Siemens kommt auf seine 15% Rendite, die es ja angekündigt hatte. Das Problem ist nur, dass bei 15% die Gewinne immer größer werden müssen. Da diese Gewinne ja auch wiederum verzinst werden müssen, lieber Leser. Du musst die Zinseszinsen bezahlen. Wenn eine Bank gewinnt bei den CDS, muss eine andere Bank verlieren und die wiederum holt sich vom Kleinsparer oder Steuerzahler das Geld. In der Vergangenheit war das mit den faulen Krediten zusammen bisher die isländische Kaupthing Bank, die British Northern Rock, die deutschen Landesbanken, die IKB oder die ÖPO Real Estate, waren es da nicht schon 340 Milliarden, die der Steuerzahler abdrücken muss? Blickst du noch durch? Nicht zuletzt wollen wir auch noch die Commerzbank und Lehman Brothers erwähnen und natürlich die meisten amerikanischen Banken. Aber hier sprang der Staat mit Dollardrucken ein, wie wir ja im Foto von Ben Bernanke bei seiner Lieblingsbeschäftigung sehen können. So hat er die M3-Dollarmenge verdreifacht, damit die Banken locker weiterwetten können. Link 13, der Sonderbeauftragte der US-Regierung für den Bankenrettungsplan TARP, Neil Barofsky, gibt offiziell 23,7 Billionen Dollar an, mit denen die Banken bis jetzt bedacht wurden. Link 14. Spätestens bei der nächsten Platzenblase wird es dann zur Hyperinflation führen, da bis dahin das Geld bei den CDS-Wetten ja gebunden ist. Und der Arbeiter und Kleinbürger wird dann von hinten durch die kalte Küche enteignet. Das Schneeballsystem in Reinform ist also die letzte Rettung des Bettelkapitalismus. Wenn's platzt, was dann? Jetzt wissen wir auch, warum der europäische Zentralbankchef Jean-Claude Trichet so entsetzt verbittert aus der Wäsche schaut. Er erfährt gerade von seinem Kumpel Jean-Claude Junckers die Schreckensnachricht, dass Irland in der letzten Abrechnungsperiode 32% Schulden gemacht hat, Griechenland 15,2% und Portugal und Spanien und Italien und England. Und diese Krisen weisen seine Gedanken dahin, dass er langsam auch wie sein Spießgeselle Ben die Druckmaschinen in den Turbogang umstellen muss. Allerdings löst das eine Inflation aus. Die eigene Währung ist dann weniger wert. Amerika hat nur noch einen Anteil von 11% Industrie, 70% Finanzsektor. Die Produktion von Waschmaschinen, Kameras und Laptops wurden schon längst nach China ausgelagert. Nun wollen die Republikaner nach dem neuesten Senatsbeschluss die chinesischen Waren wegen des angeblich chinesischen unterbewerteten Yuans mit Strafzöllen belegen. Ja, was glauben die, was dann los ist? Dann kaufen die Chinesen gleich keine amerikanischen Staatsanleihen mehr und das Land der unbegrenzten Möglichkeiten kann dann gleich abschließen. Nur noch in der Rüstungsindustrie sind sie vorne. Werden sie wie ein angeschlagenes Tier gegen China wegen ihrer Unterlegenheit zum Berserker? Die ganze Welt hängt am chinesischen Tropf. Von Amerika kauft China Staatsanleihen und von Deutschland die BMWs.
aber mit ihrem Brilliance PS4 werden sie bald auch ein BMW eingeholt haben. 2011 sind sie schon damit auf dem amerikanischen Markt. Dann wird es für uns Amerikaner und Europäer nichts mehr zu produzieren geben, außer für einen Euro-Jupper. Aber wohin wollen die Chinesen dann noch exportieren? Norbert Nelte, internationale Sozialisten. Verfolge den Fortgang des Kapitalismus-Crashs im Krisenticker. Link 15.